Tränen. Schreie! Och, Mann, Tim, du machst mich wahnsinnig, die Folge! Tode! Jens! Flo! Aber auch viel Lachen. Jubelschreie! Das war. Ja! GG an Veni. Ja! GG. Holy ah, Bruder, Alter. Es hat sich Ewigkeiten gezogen. Ich aber weiß nicht, ob der Olle richtig beiden. War. Und neue Freundschaften. Mensch, dann wird man ja glatt ein bisschen wehmütig, nicht? Das neueste Minecraft-Großprojekt Suro hat am vergangenen Freitag sein Ende gefunden. Hunderttausende Zuschauer sammelten sich in den Streams der über 100 Teilnehmer und sorgten dafür, dass der wiederbelebte Hype um Minecraft noch stärker entflammt. Eine Fortsetzung kann sich Unge als Initiator sehr gut vorstellen. Die Zuschauer und Teilnehmer, die würde es sicherlich auch freuen, hätte man jetzt nichts dagegen. Doch zu 100% lief natürlich nicht alles im ersten Suro ab und deshalb schauen wir hier mal fix auf die guten und vielleicht auch weniger guten Seiten dieses Projekts. Kleiner Disclaimer, dies ist meine persönliche Meinung. Ich habe aber auch versucht, so ein bisschen mal in den Communities reinzuhorchen und da die Meinungen mit ranzuholen. Regelmäßigkeit. Ein ganz wichtiger und positiver Aspekt dieses Projekts war wohl seine Regelmäßigkeit. Jeden Tag um 18 Uhr gingen die Server online, viele Streamer quatschten ein paar Minuten vorher schon mit ihren Zuschauern. Herr Bergmann hat ja sogar für sein großes Finale eigene Teaser geschnitten. Es gab sozusagen immer einen Fixpunkt am Abend, auf den man sich freuen konnte. Manchmal, zugegeben, für den einen oder anderen ein bisschen stressig, aber ansonsten echt top. Livestreams. Sicherlich, die klassischen Folgen auf YouTube haben ihren Reiz und jeder kann sie auf Abruf anschauen. In Projekten wie Varo waren diese Folgen ja dann auch häufig kürzer und schneller zu konsumieren. Aber auch die Twitch-Streams lassen sich ja immer für einige Zeit nachschauen. Und viele Teilnehmer haben es sich nicht nehmen lassen, Highlights aus ihren Streams zusammenzuschneiden und auf YouTube für die Ewigkeit festzuhalten. Dass die Zuschauer aber auch wirklich live dabei sein konnten, die Chats füllten, lustige Szenen als Clips direkt festhielten, war eine ganz andere Erfahrung als bei den klassischen Streams bei dem jeweiligen Teilnehmer. Gerade die Funktion des Squad-Streamings hat hier seinen Reiz voll ausspielen können. Der einzige Nachteil, ja, wenn mal was schief läuft, dann sieht man es natürlich, nicht? Live ist nun mal live. Inwieweit man da vielleicht auch ein bisschen vorbeugen kann, vermag ich mal nicht einzuschätzen, aber ich denke, da kann man sicherlich noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen. Aber so ein Livestream-Projekt, das ist auf alle Fälle mal was richtig, richtig Tolles und sollte bei einem möglichen Suro 2 auch beibehalten werden. Die Idee an sich. Natürlich, es gab eine gewisse Diskussion im Laufe des Projekts um das Thema PvP und RP. Das geht ja nicht und die PvPler, ne, die wollen ja nur schnetzeln und die RPler, die machen ja nichts. Aber nehmen wir doch mal das grundsätzliche Konzept. Dutzende Spieler auf dieser Insel stranden zu lassen, dass diese dort verschiedene Gebiete erkunden und theoretisch auch Festungen oder Dörfer bauen können, verschiedene Sachen entdecken, das bietet schon an sich extrem viel Spielraum. Die Map an sich hat ja auch dementsprechend was hergegeben. Und eben auch, dass sowohl PvP als auch RP möglich sind. Dazu noch verschiedene Events, die sporadisch ausgelöst werden, und da steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Das alles lohnt sich aber. Auch wenn in Suro 1 vielleicht noch nicht alles perfekt war, und gerade bei den Events, würde ich sagen, geht durchaus mehr. Und dass auch die Offline-Spieler sichtbar sind, damit ausschaltbar werden, das ist eine nette Idee. Unge könnte noch eine aktivere Rolle als Game Master nehmen. Hat mir das trotzdem insgesamt richtig gut gefallen. Doch was kann man denn noch so besser machen? Mumble. Fans von Herr Bergmann und The Kero Zone haben es sicherlich schon ein paar Mal gehört. Ja, Mumble würde nochmal eine ganz andere Würze ins Spiel bringen. Kurze Erklärung, Mumble ist eine clientbasierte Mod, die positionsbasiertes Audio ermöglicht. Oder mal einfach gesagt, die Jungs und Mädels können miteinander in-game quatschen, ohne auf einem Discord oder Teamspeak sein zu müssen. Mumble wurde von Herr Bergmann zum Beispiel bereits für das Roleplay-Projekt Desperado genutzt. Leider ist diese Mod, Stand 10. Juni 2019, noch nicht für die aktuelle Version 1.14 erschienen. Aber wer weiß, was sich da machen lässt. Auf jeden Fall könnte man mit Mumble ganz neue Spielszenarien kreieren. Und der ein oder andere könnte sich vielleicht aus einem PvP-Kampf herausreden. Könnte spannend werden. Apropos PvP, PvP-Zonen.
Bekannt vor allem aus MMORPGs wie World of Warcraft, bieten PvP-Zonen die idealen Bedingungen, um auch mal Kämpfe zu provozieren. Ne? Diese Zonen können in meinen Augen auch gern großflächig sein oder noch besser, sich im Laufe der Online-Zeit des Servers verschieben. Innerhalb der Zonen könnten seltene Blöcke oder Nahrungsvorräte erscheinen, damit auch diejenigen sich hineintrauen, die vielleicht weniger Lust auf PvP haben. Auch hier gilt es, diese verschiedenen Spielertypen ein bisschen mehr zusammenzubringen. Weitere RP-Regeln und Verträge durch den Game Master. Unge ist ja sozusagen die Allmacht in Suro gewesen, der große Endgegner. Warum sollte dieser nicht etwas mehr agieren? Seine Rolle darf ohnehin größer ausfallen, vielleicht mit etwas mehr Skript in der Hinterhand. Ein Beispiel? Wie wär's mit einem Tribut pro Woche, der geleistet werden muss? Finde die Kiste mit den goldenen Karotten aus der PvP-Zone zum Beispiel. Da könnte man die PvP-Zone wieder gut mit einbringen. Bei Missachtung gibt es dann eine Strafe oder eben bei Erfüllung eine Belohnung, wie man möchte. Es wären verschiedene Optionen denkbar, die auf jeden Fall auch hier das Ziel verfolgen, für netten RP-Stoff zu sorgen, so man den will, oder aber die Spieler für ein paar spannende PvP-Szenen anzuheizen. Das sind jetzt nur so ein paar Vorschläge und Ideen, die Suro 2 vielleicht besser machen könnten. Ihr habt selbst welche? Ja, dann her damit! Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr euch in Suro 2 wünschen würdet. Und schreibt auch gern, ob euch Suro 1 insgesamt denn überhaupt gefallen hat, ob ihr überhaupt eine Fortsetzung wollt. Will ich gern alles mal wissen. Ich möchte gern mal so ein kleines Bild erstellen. Und ich denke, für euch, wenn ihr dann in die Kommentare schaut, ist das sicherlich auch nicht ganz uninteressant. Zu guter Letzt, vielen Dank, dass ihr euch dieses Video hier gegeben habt. Wenn es euch gefallen hat, dann haut doch gern mal einen Like raus und schaut bei meinen anderen Videos vorbei. Dankeschön fürs Einschalten, macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao. PS, vielleicht sieht man sich ja dann in Suro 2. Wäre nice.